Hallo. Kurz vorher wollte ich nur mal was sagen. Und zwar gab es ja die Kritik, dass du nicht hier so locker flockig und YouTube-like euphorisch die Rohkostlo preist und hier umherspringst. Wir wollen das nur noch mal klarstellen. Also die Chiara hier, die macht einfach ein 14-tägiges Rohkost-Experiment. Sie ist keine YouTuberin oder sonst was, sondern sie teilt einfach ihre Erfahrungen den Leuten mit, die sich auch interessieren für die Rohkost. Und Chiara hat jetzt auch nicht geplant, irgendwie einen großen YouTube-Kanal zu machen oder sowas, sondern es ist ein ganz normaler Mensch. Es ist ein ganz normaler Mensch, der halt nicht rumhüpft und sagt, oh, ich muss euch jetzt begeistern, sondern der einfach nur ganz normal und ganz simpel seine, ja, seine Erfahrung mit YouTube euch präsentiert. Und ja, also erwartet da jetzt hier irgendwie nicht, so wollte ich einfach mal so sagen, da irgendwie so YouTube-like irgendwelche Sprüche oder Begeisterung. Hier geht es ganz solide einfach nur um Informationen. Bums aus. Und dann wechseln wir auch rüber zu Tag 9 und Tag 10. Guten Abend. Gestern war ich fast die ganze Zeit alleine und habe dann abends den Rest Krautsalat gegessen mit den leckeren Bulettis und früher haben wir einen Smoothie getrunken. Tomaten, eine Schnecke, die leckeren Energiekugeln von Hanna habe ich wieder gegessen. Die sind sehr, wie gesagt, sehr lecker. Jetzt sind sie schon leider alle, weil ich heute wieder welche gegessen habe. Naja, Christian hat nicht wirklich eine abbekommen, weil sie halt zu lecker waren für mich. Genau, und sonst, ja, ich hatte halt gestern auch wieder sehr starken Kopfschmerz. Mir ging es gar nicht gut. Ich fühlte mich ganz schlapp und unnütz und was mache ich eigentlich hier irgendwie? Und ja, heute war es dann Gott sei Dank ein bisschen besser. Habe allein geschlafen. Das war irgendwie komisch, konnte nicht wirklich schlafen. Dann hatte ich ein bisschen was zu tun mit meiner Mutter wegen beruflichen Krams halt, weil ich ja in Leipzig bin und nicht in Berlin. Und heute habe ich mir ganz alleine einen Smoothie gemacht. Und zwar einen kompletten Smoothie, zwar nicht bis oben hin überfüllt, so wie bei Christian normalerweise, aber er war trotzdem mega voll und es war gefühlte über 1 Liter, 1,5 Liter vielleicht sogar. Und zwar, da habe ich alles reingetan. Bananen, 2 Äpfel aus dem Garten, Möhren, Brokkoli, Gurke, Orange, Himbeeren, Grünkohl, Melone, Granatapfel und Pulversprossen. Ich habe, glaube ich, nicht so doll den gemixt. Ich konnte teilweise das noch kauen. Also ich habe die Möhre noch durch und naja, hat so noch einiges geschmeckt. War jetzt mal ein bisschen anders wie sonst von Christian. Da ist man ja dann doch ganz schön verwöhnt schon irgendwie. Ja, und dann habe ich mir aus den restlichen Linsen noch mit Sprossen und Tomaten, Gurke, Blumenkohl, Champignons, Pfeffer, Zitrone, Salz, Öl und so weiter mir noch einen Salat gemacht und dazu dann die restlichen oder noch ein paar Bulettis von Silkes Rezept, glaube ich, war das, gemacht und wieder was Süßes genaschelt und ja. So sieht es halt aus, ne? Und so allgemein so das Gefühl, was würdest du zum Vergleich, sag mal, du hast jetzt Rohkost seit 10 Tagen, merkst du was? Also irgendwie wirkt sich vital oder merkst du einfach nur, nö, ist alles so ganz gut? Also soweit geht es mir ganz gut, halt nur die Kopfschmerzen und ich glaube, es liegt an der Entgiftung halt, dass ich halt hier diese Kopfschmerzen irgendwie habe, aber so an sich fühle ich mich eigentlich gut. Klar, Hungergefühl ist immer noch so ein bisschen da, aber ich werde das auf jeden Fall zu 70% auf jeden Fall weiter durchführen. Also ich überlege jetzt schon alles, was ich alles neu kaufen muss, damit ich dann halt weiter zu Hause das auch machen kann. Ja. Na gut. Und möchte mich da eigentlich jetzt auch weitestgehend vegan oder zumindest erstmal vegetarisch und dann aber eher schon vegan recht schnell umstellen jetzt, weil ich das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren so unterschwellig, ohne es zu wissen, immer schon gemacht habe, aber es halt nie so richtig wahrgenommen habe. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir sage, ja, jetzt geht's los. Wunderbar. Gut, Na dann einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.